Jo! Singapur, Echtzeitstrategie. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Wie ihr seht, nicht auf dem Singapur-Server, sondern mit 4YAONEC. Ich glaube nicht, dass das die richtigen Buchstaben sind. Von Taco Bell und Squid. Warst du schon bei Taco Bell? Nö. Ich auch nicht. Gibt's die nicht nur in den USA? Wahrscheinlich. Vermutlich. Oder Mexiko. Ja, alles das Gleiche. Frag mal Donald. Yay! 3, 2, 1. So, wir sind wieder auf dem EU-Server, aber Zalrock hat heute Internetprobleme. Das heißt, es Ja. kann sehr gut sein, dass ich gleich 2 gegen 1 habe, denn er ist in unserem Anbahnungsgespräch für diese Aufnahmesession Ich bereits zweimal dreimal rausgeflogen. rausgedroppt. Dreimal? Oh, für zweimal habe ich aufgehört zu zählen. Ja, ich weiß, ich neige zu Übertreibung, das weißt Hallo! du doch. Warum hast du jetzt meinen Overlord umarmen wollen, statt ein Depot zu bauen? Weil dein Overlord da so behindert über die Dingens geflogen ist. Da musst du aber Ja, wissen, dass da hat die halt Wall besondere hingehört. Bedürfnisse. Mein Gott, Nergorix. So, es wird übrigens in den nächsten Tagen viele 2 gegen 2 Folgen gehen, weil mein geplanter Aufnahmetermin für 1 gegen 1 Folgen Samstag war. Ich aber jetzt erfahren habe, dass ich Samstag arbeiten muss. Ja, der arme Mann muss arbeiten. Das ist Ja, genau. unglaublich, ne? Aber dann habe ich mir gedacht, ein Samstagsarbeitstag ist fast 3 Einkommen von YouTube für mich, also 3 Monate. Also drei Deshalb YouTube-Money. kann man das vielleicht gut mal machen. Drei YouTube-Money kriegt der Nergulste. Ja. Eher 2, glaube ich, aber trotzdem. Nur zwei YouTube-Money. Ja, ein bisschen mehr als 2. Da musst du dir aber Ich schon weiß mal leider auch überlegen. überhaupt nicht, wie viel mehr ich kriege am Samstag. Du wissen, was du kriegst, bevor du anfängst zu arbeiten. Ja, nee. Also ich Ja, habe, doch. also in meinem Arbeitsvertrag steht mein Gehalt für die Wochenarbeitszeit von 35 Stunden. Da ich die aber ja nie habe, weil wir immer Überstunden machen, habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich am Ende rauskriegen werde. Aber sei es drum. Wird schon gut sein. So. Nein, ich weiß, dass wir an einem Nein, jetzt habe ich normalen mein, jetzt habe ich mein Or Arbeitstag jetzt habe ich mein 18 Euro die verficktes, Stunde mein kriegen. verficktes Orbital Command abgebrochen, weil ich doof bin. Das finde ich gar nicht so schlecht für ungelernte Arbeiter. Ja, stimmt, ne? Und es ist ja ungelernter Arbeiter. Ja, kann nix. Aber ich Es habe einen ist. Führerschein. Das hat mir schon geholfen bei meiner Tätigkeit, weil sonst könnte ich sie nicht ausführen. Und einen Niederflurförderfahrzeugschein oder wie auch immer Genau, das das heißt. war auch gerade. Irgendwas war doch da. Den habe ich auch, den brauche ich auch für die E-Karre. Da hatte ich gestern eine Schraube im Reifen. Da habe ich mir angeguckt, eine 1,5 Stunden habe ich mir in der Werkstatt angeguckt, wie die den Reifen gewechselt haben. Dafür wurde ich bezahlt. Eigentlich gibt es schlimmere Sachen. Gestern war sowieso überhaupt nichts los. Da habe ich 1,5 Stunden gearbeitet und danach bin ich im Werk, habe ich in meinem Auto rumgesessen, damit ich nicht vor dem Meister rumsitze und nichts zu tun habe. Also irgendwie ist das alles merkwürdig. Dafür, dass die Firma, die ich jetzt an dieser Stelle nicht namentlich nennen möchte, Daimler. groß angekündigt hat, wir müssen ganz viel Personal sparen. Ich wüsste, wo man anfangen könnte. Bei dir. Genau. Und bei vielen anderen der Ferienarbeiter, Jamun. die da rumstehen. Hör Aber mal gut, auf, ne? Das ist Ferienarbeiter ein kosten ja auch Stalker. nichts, sagen wir mal ehrlich. Naja, also nix ist nicht richtig. Nicht viel ist eher das, was Ich wir weiß gar suchen. nicht, wie viel mehr die normalen da, also jetzt keine Vorarbeiter, sondern so normale Typen da kriegen. Ja, kommt darauf an, wie lange sie schon im Beruf sind. Das ist auch immer. Das spielt da auch immer mit eine Rolle. Ja. Ich denke mal so minimal 1,8 schon. Also. Naja, wir kriegen, Aber also, das sind, das ist dann wirklich, das ist dann aber auch schon wirklich der Low-Budget-Bereich. naja, also wir kriegen Brutto und Netto, weil bei uns macht es keinen Unterschied für die 2 Monate tatsächlich. Ja, du bist ja auch Ferienarbeiter, ja. Kriegen Du wir bist. 2,5. Aber wenn du Also Ferienarbeiter will ich bist, können hoffen, die. dass die ein bisschen mehr kriegen. Die können doch dann sagen, du bist dann. Okay, ich Oh, kann da nicht hinbauen, weil oh, die ganze oh. Rotze da rumsteht. Aber du kannst. Die können dann sagen, du bist was ganz Besonderes, weil du anders bezahlt wirst als alle anderen. Ja, sehr schön. Ja, aber sei froh, dass du kein Praktikant bist, sonst wäre es noch weniger. Ja, das stimmt. Naja, wenn du sagst, die kriegen 1,8, bekomme ich ja mehr. Was daran liegt, dass ich Brutto und Netto gleich habe, aber.
Das ist ein anderes Blatt. Naja, die Praktikanten werden keine 1,8 kriegen, gehe ich mal von aus. Die Praktikanten dürfen so irgendwie, wenn alles normal läuft, für plus minus, naja, null. Irgendwo ausscheiden. So. Außer du bist so ein High-Class-Praktikant, so der Sohn vom Chef oder so. Das ist eine andere, ganz andere Angelegenheit. Kriegst du Daimler-Aktien? Das ist, glaube ich, auch nicht das Beste. Ich finde das aber immer schön, wenn man dann da so rumfährt und dann sieht man eine Werksführung. Und denkt immer, guck mal, die gucken sich jetzt schön an, was wir hier so machen. Bei meinem Job habe ich sogar gut Zeit, die zu beobachten. Oh, du hast zwei Reapers. Fahr doch mal mit denen nach vorn. Nee, die wurden schon. Einer wurde da schon abgefangen, jetzt will ich nicht mehr. Aber ich habe doch jetzt auch einen getötet vom Gegner. Ja. Da kommt ein Phoenix, der ist aber nur halluziniert. Brauchen wir keine Angst haben. Immer mit der Ruhe, ne, Rix. Bitte bepreff! Bitte bepreff! Bitte bepreff! Supply-Block. Ich habe Fehler begangen, glaube ich. Da kommt schon wieder was. Was ist das? Ich glaube, jetzt kommt ein Drop in deine Main. Das war nämlich irgendwie langsamer als ein halluzinierter Phoenix. Das ist schade. Da ist ein Phoenix. Nee, aber ich glaube, da war noch was. Ich glaube, da kam noch was. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Vielleicht war das. Aber eigentlich kann das nicht schon nochmal gewesen sein. Ich weiß nicht. Ich baue jetzt mal ein paar Roaches. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Das kann ich nicht. Du hast dich noch nie getäuscht. Ne? Du warst immer ein sehr starkes Mitglied dieser Gruppe. Das schon, weil wir auch StarCraft spielen. Wir sind noch eine Gruppe von zwei Leuten. So. Mutation abgeschlossen. Was? Watten! Du spielst auf Englisch, die sagen gar nicht Watten. Watten! Ich finde wieder meinen Creep-Spread übrigens grandios, oder? Ja, das ist so. Ich setze jetzt mal meinen ersten Creep-Tumor. Das ist so wie mein Creep-Spread immer. Ja, wie dein Creep-Spread gerade als Terraner, das stimmt. Traurig, aber wahr. Gut, ich pumpe jetzt Armee, weil ich habe 66 Worker und wie wir alle wissen, mit 66 Workern fängt das Spiel erst an. Da fängt das Spiel erst an. Ja, das Musical hatten wir letztens erst. Das können wir nicht schon wiederbringen. Was macht er denn hier? Oh, Kolosse. Starrock, übrigens, hast du denn schon vergessen? Also, nee, komische. Vor zwei Wochen waren es 36 Grad, ja? Heute ist es eiskalt. Neverix, ich wollte nur noch mal einwerfen, Kolosse. Ja, das ist jetzt schade für das, was ich so habe. Ich habe heute meine Heizung angemacht, wollte ich sagen. Das ist schön, vielleicht. Ich finde das nicht so schön. Ich hätte lieber wieder gutes Wetter. Also es muss jetzt auch nicht 36 Grad sein, aber so 24 finde ich ganz schön. Ja, Supply, Schmupply, sage ich immer. Ich finde das immer schön. Ich kann jetzt immer mit dem Vito, mit dem ich rumfahre, die haben alle immer Sitzheizung. Das ist besser als meine Autos, mit denen ich so fahre. Sitzheizung und Kupplungsschaden. Das muss drin sein. Kupplung, in dem Vito. Wo du jetzt gewechselt. Ich durfte ihn heute wieder mit meiner Kupplung fahren. Dafür war, wie gesagt, gestern eine Schraube in der E-Karre. Ich brauche mehr Gas. Ich mehr Energie. Kaboom, Baby! Mach mal hier kaputt. Kaputt, Baby! Das sagen Frauen immer, wenn Negrix mit seinen nächtlichen Aktivitäten fertig sind. Kaputt, so. Baby! In dem Ton auch. Ja, ja! Ich habe ja nicht gesagt, mit wem diese nächtlichen Aktivitäten stattfinden. So. Doch, die Frauen generell. Naja, der andere Typ. So. Ich gehe da mal nicht näher drauf ein, sondern spreche lieber Creep. Ach, du speist Creep, das ist schön. Habe ich denn jetzt eigentlich so ein Ding? Warum hast du den Creep jetzt dahin gerotzt, du Ficker? Du kannst doch die Gold nehmen. Möchte dich dazu zwingen, dass du endlich mal eine Gold nimmst. Du bist so ein nämlich schon lange mal Zeit. Du bist so ein Hallo. Diese Folge muss realisierbar sein. Ja, ist doch wahr.
So, damit ich weiß, dass ich hier das nette Mensch einfügen muss. Hallo! Ach, ja, du Wichs. Kaboom, Baby! Chopper! Mein Spire braucht noch voll lange. Der Bayer braucht lange, ja, das ist korrekt. Das sowieso. da links war wieder was. Kann da wieder ein halluzinierter Phönix gewesen sein? Nein, es ist ein WBF. Ja, vielleicht sollst du nicht alles dahin schicken. Ich schicke mal meine paar Dinge, die ich habe, dahin. Okay, dann machst du das. Ich war gerade am Aussortieren. Hat aber noch länger gedauert. Aus Versehen, zwei. Ich muss aufhören, gemacht. Worker zu bauen. Habe ich natürlich dringend. Absolut absichtlich gemacht. Um Upgrades zu nehmen. Also ich bin gemaxed. Also ich könnte gleich mal so. Ich bin Supply. Ja, ich habe was gefunden. Sellets rennen auf deine Gold zu. Der Banff muss da hingehen. Hans Otto, Hans Otto. Der Banff muss da hingehen. Hans Otto, der Banff. Eine coole Leute heißt das Hans Otto. Ich komme mal hier so halb von unten. Ja, du hast sowieso schon gescannt. Da sind ganz schön viele Storms übrigens. Das macht mir ein bisschen Angst. Ups. Ich werde attackiert. Nu kommt da. Ja, nu ist er hier. Töte die Kolosse, dauert aber einen Moment. Ja, ich habe Probleme mit den Storms. Du bist alleine. Nee, das ist nicht gut, dass du Probleme mit Storms hast. Du bist sonst, man könnte meinen, du bist alleine. Ja, jetzt sind aber die Storms alle bei mir. Storm ist so ein Ding, da kannst du nichts gegen machen, wenn du Terraner bist. Das ist einfach, du bist einfach K.O. Das ist auch eine Planetary da bauen können. Hätte zwar auch nicht viel geholfen, aber ein bisschen immerhin. Geh weg! Du schaffst das! Hier, WBF! Terraner und Storm, das ist einfach Insta-Death. Ja, du musst halt splitten. Ja, das ist aber Quatsch. Das machen die ja nicht alleine. Ja, eben. Was hast du hier eigentlich so eine Wall mit 75 Depots irgendwie random in der Mitte? Lifte mal dein CC hier. Keine Larven mehr. Das ist schlecht. Der sieht nicht gut aus, Zarok. Nee, aber Storm ist auch okay. Mach's grad, kannst du aber auch wirklich nichts gegen machen. Wenn der doch, Storm splitten. Hat, hast du oder einfach Ghosts. Verloren. Aber Ghosts brauche ich selber nicht. Aber splitten kann man schon. Ja, aber das ist doch Quatsch. Wenn, dann müsstest du eine andere Taste geben, hier Split einleiten oder so. Das ist Quatsch, da musst du Bruder spielen. So, um jetzt mal schön die Terrana-Klischees zu bedienen. Dreifach G. Ja, was hätten wir anders machen können? Nicht Terraner sein. Das wäre eine Idee gewesen. Doch, du müsstest splitten können, dann wärst du nicht splitten, so getroffen. Alter, wenn die Einheiten dann nicht selbst drauf kommen, dann wird das nicht gemacht. Ja, dann musst du Dota spielen oder so. Oder Auto-Chess oder sowas. Nee, wie heißt das? Was meine ich denn überhaupt? Ich meine das gar nicht. Wie heißt denn das? Es gibt so ein... Na egal. Dann spiel halt ein Tower Defense, da fällt mir das Genre ein. Das andere Genre fällt mir gar nicht ein. Und damit war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr euch klicken. Und jetzt Aspekt 4, jetzt geht's schon wieder los. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss. Mm-hmm.